Ihr wollt meine Skincare-Must-Haves? Let's go! Wenn du Skincare liebst, dann bleib dran. Das, was ich sehr gerne habe, ist dieses Gesichtsöl. Das ist von Balea und ich bin echt ein Fan davon geworden, weil ich habe recht trockene Haut und das macht das Ganze wieder gut. Wenn ich trockene Lippen habe, dann nehme ich immer das da. Das ist die pflanzliche Vaseline von DM und die fühlt sich einfach toll an. Und sonst finde ich die Lippenpflege von Oh Yes auch ganz gut. Eine Sache, die ich auch sehr gerne mag, ist das Rosenwasser von Action. Das war voll günstig und ist im Sommer eine richtig gute Erfrischung. Und das ist leider ein bisschen teurer, aber die Produkte von Ole Henriksen sind auch sehr, sehr gut. Die habe ich mal bei Sephora gekauft vor einem Jahr und ich lieb's. Diese Set hat aber 45 Euro gekostet. Ach ja, und das Gesichtscreme finde ich die auch sehr gut. Avocado, Baby, Bibi. Was sind eure Skincare-Must-Haves? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil ich freue mich immer, wenn ich neue Produkte austesten kann, sag ich ganz ehrlich. Folgt mir gerne. Tschüssi!